Ja, hallo zusammen. Heute eine ganz kurze Skizze. Ich werde dieses Bild zweimal malen und zwar in verschiedenen Techniken. Also ein ganz einfaches Motiv mit so Paprikas. Ich habe die jetzt ein bisschen zu groß skizziert, damit ihr sie besser sehen könnt. Ich denke, es ist ein super Motiv, das man sich für die Küche malen kann. Und es soll auch relativ schnell und einfach gehen. So nach Art von Bob Burridge. Den kennt ihr ja vielleicht schon von den anderen Videos von mir. Verlinke ich hier nochmal. Der ja richtig, richtig tolle Bilder macht. Und ich habe ja ganz viele verschiedene Farben, die ich euch jetzt nicht alle sage, weil ich finde, dass ihr da auch wirklich selber mal ausprobieren könnt, welche passen und welche nicht. Und ich mache jetzt einfach mal den Hintergrund mit so einem grün-grau, grau-blau. Also ich möchte einen Hintergrund haben, der nicht so dominant ist und der nicht so hervorsticht. Und habe ich mich für so eine etwas neutrale Farbe wie die heute entschieden. So, und die gleiche Farbe nehme ich im Vordergrund und verdünne sie halt noch mehr mit Weiß und mische so ein ganz klein wenig von dem, von diesem Goldton dazu. Und ich werde jetzt versuchen, das ganze Bild halt mit so diesem großen Pinsel hier zu malen. Also den Farben halt, ich habe ein Cadmiumrot, dann ist es ein anderes Rot, das sieht aus wie braun, wirklich, ihr werdet aber gleich sehen, das ist so ein Goldrot. Ne? Das kriegt ihr auch hin, wenn ihr das Cadmiumrot mit Cadmiumgelb mischt. Also wenn ihr meine limitierte Palette nehmt, ich verlinke mal das Video mit dem Farbenkreis, dann könnt ihr euch die Farben auch mischen. Das ist ganz normal Ultramarinblau, das kommt eben auch auf meiner Palette vor, Kylinblau. Und hier habe ich noch so ein knalliges Grün genommen und hier das ist so Lichterocker. Ja, und Titanweiß natürlich. So, und die Peperoni, die mache ich natürlich jetzt, die eine mache ich natürlich in Knallrot. Und im ersten Schritt werde ich die einfach in einer Farbe ausmalen. Und im zweiten Schritt werde ich dann noch ein bisschen Farben mischen, weil, wie ihr hier schon seht, diese Farbe, dieses Cadmiumrot, ist halt nicht ganz deckend. Das heißt, der Untergrund guckt durch und das möchte ich halt nicht so gerne. Ich mische ein bisschen was von der anderen Farbe dazu, von diesem Goldton. So, und hier unten, wo die Schatten sind, da werden wir gleich eine andere Farbe nehmen, eine dunklere. Und die mische ich mir einfach, indem ich das Rot mit dem Blau vermische. So, ihr seht, es geht eigentlich total schnell. So ein Violettton. Und es ist ja total wichtig, halt, die Frucht halt zu erden sozusagen. Ne? Also erst wenn der Schatten da ist, dann kriegt die richtig Substanz. Und weil ich die Farbe hier schon habe, verwende ich die hier auch. Den Schatten mache ich jetzt ein bisschen weiter vorne, das werde ich gleich von meiner Skizze da ein wenig entfernen. Das Licht kommt von rechts oben. So, und jetzt kommt eben der Vorteil, weil es eine transparente Farbe ist, kann ich mit dem Rot jetzt nochmal drüber gehen und dann habe ich auch gleich die passenden Farben. So, dann haben wir die Paprika hier in dem Bereich schon mal fertig. Dann den Schatten mache ich gleich nochmal, da habe ich jetzt in die noch feuchte Farbe des Untergrunds reingemalt, deswegen deckt es nicht so ganz. So, jetzt machen wir mit dem Grün weiter. Mal gucken, dass ich mal eine ganz dunkle Farbe gemischt bekomme. Mit dem, was ich hier auf der Palette habe, dürfte das etwas schwierig sein. Ich probiere es mal. Ja. Also es ist halt immer, wenn er die drei Grundfarben mischt, dann kriegt er halt einen dunklen Farbton noch raus. Da muss ich gleich nochmal drüber gehen. Die Farbe deckt auch nicht ganz. Ich habe halt fast lauter transparente Farben auf der Palette. So, jetzt kann ich die dunkle Farbe auch hier schon für die dunklen Flecken von dem Stängel verwenden. So, und mit der Farbe kann ich jetzt einfach hier drüber gehen, weil genau wie bei dem Rot
habe ich hier transparente Farben. Ihr seht, dass die Farben, die drunter sind, halt nicht abdecken. Der Nachteil ist, dass das Weiß von der Leinwand immer noch ein bisschen durchschimmert. Ich hätte vielleicht eine Imprimatur verwenden sollen, aber ist okay. Ich kann damit leben. Jetzt werde ich mir trotzdem etwas Cadmiumgelb nehmen. Ja, einfach deswegen, weil das ist nicht eine ganz transparente Farbe. Damit kann ich ja so, wie ihr seht, das Grün deutlich aufhellen. Und es werdet ihr gleich sehen, wie das den Untergrund abdeckt. Achtet mal drauf, ja. Wesentlich deckender. Und dann haben wir hier hinten auch noch so einen Stängel, der nach hinten weggeht. Und hier haben wir auch noch einen Stängel. Könnt euch natürlich jetzt wieder wundern, warum ich jetzt nicht einen anderen Pinsel nehme, einfach weil ich faul bin und weil ich immer gespannt bin, was ergibt denn das. Und das ist einfach eine gute Übung, um mich ein bisschen lockerer zu machen. Denn ihr seht, das sieht gar nicht schlecht aus. Ne? Das ist echt super interessant immer, was man da für tolle Effekte rauskriegt. Was fehlt denn? Also hier unten muss es noch dunkler werden. Da werden wir nochmal nachjustieren hier. Aber ich kann jetzt mit Blau und Cadmiumgelb mir ein Grün mischen, wenn ich dazu halt Rot gebe, das ist die Komplementärfarbe, dann wird es halt automatisch dunkler. Aber das ist mir jetzt ein bisschen zu bräunlich. Dann gebe ich mir von dem Blau dabei und siehe da, hier habe ich eine richtig schöne dunkle Farbe, die ich jetzt hier unten ablegen kann als Schattenfarbe. So, und das nehme ich die und gebe ein bisschen mehr Braun, ein bisschen mehr Blau dazu, Blau-Rot. Und damit habe ich dann halt automatisch diese Farbe hier unten, seht ihr, kriege ich ganz einfach, simpel und einfach. Und fertig wäre mein Bild, würde ich mal sagen. Also die weißen Stellen fehlen noch. Und den Schatten hier noch ein bisschen ausarbeiten. So, das soll ein bisschen dunkler werden. So. Brauche ich doch einen kleineren Pinsel. Und oh, schwere Not, der Herr Janner nimmt tatsächlich einen Detailpinsel, die ich ja normal gar nicht mache, aber die habe ich echt ins Herz geschlossen. Die sind echt super. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Weiß dabei, machen das Grün richtig hell. Da können wir hier noch so ein paar Highlights setzen. Seht ihr, das sieht echt super aus. Oder hier oben den Rand noch ein bisschen heller machen. Okay. So, und jetzt mache ich den natürlich komplett sauber. Übrigens ein Tipp, macht diese Detailpinsel immer bitte absolut sauber. Wenn ihr die nicht mit Pinselseife sauber macht, kleben die oben ganz schnell zu und dann spreizen die Fasern auf. Also das ist kein Mangel von dem Pinsel, das ist bei jedem Pinsel so, sondern es ist ein Mangel Pinselpflege. So, und jetzt werde ich hier nur so ein paar Glanzlichter einsetzen. Im Vergleich zum Original übertreibe ich die jetzt sogar noch ein bisschen. Das ist gut. Und hier muss ich auch gar keinen geraden Strich machen. Ne? Also das ist ja völlig freihand, mache ich das jetzt hier so. Und da hinten kommt noch ein ganz klein wenig so und möchte ich noch so ein rötliches Grün haben. Vielleicht auch richtig ein bisschen Rot hier. So, dass man hier das besser erkennen kann. So, und fertig wäre das kleine, die kleine Skizze, wie in fast 10 Minuten, würde ich mal sagen, so ein Bild fertig hat. Jetzt suche ich mir eben noch Kreide. Falls ich keine Kreide finde, nehme ich einfach einen ganz normalen Stift und dann zeige ich euch, wie ihr das noch dunkel nachzeichnen könnt. Ja, ich habe noch eine bessere Alternative, das ist ein Aquarellstift. Den kann ich ein bisschen ins Wasser tauchen, dann gibt er noch einen stärkeren Strich und da kann ich jetzt zum Beispiel hingehen und kann ganz gezielt hier nur so ein paar ein paar Akzente setzen. Und das Coole ist ja, ich kann tatsächlich hingehen und kann diese Aquarellstifte jetzt gleich nur im Nachhinein, wenn ich möchte, mit Wasser nur den Aquarellstift halt ein bisschen weiter vermalen. Also zum Beispiel hier unten, da ist noch ein Schatten von der Paprika, den kann ich jetzt hier mit dem Aquarellstift hier nur einfügen. Hier oben ist auch noch ein kleiner Schatten. Das ist jetzt so eine Mischtechnik aus Zeichnen und Malen. Dann kann ich halt hingehen und kann mit dem feuchten Pinsel die Farbe vom Aquarellpinsel ein bisschen verteilen. Da müsst ihr natürlich im Nachhinein dann noch hingehen und das fixieren, weil das natürlich weiterhin wasserlöslich bleibt. Das ist ja eine Aquarellfarbe. Also ihr seht, ihr könnt es nur richtig toll aufpeppen, ne? Ihr könnt jetzt wirklich das Ganze hier rundherum zeichnen, wenn ihr wollt. Ne? Dann kriegt es halt einen ganz anderen Touch noch.
sieht es ganz anders aus. Und fertig ist ein wunderschönes Bild. Und dann könnt ihr noch hingehen und könnt es auch noch Witch signieren. Viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns gleich bei der zweiten Variante als Collage. Bis dahin. Tschüss.